Jetzt kennt man diese klassischen Futterhäuschen, aber immer mehr schwören ja auf die Futtersilos. Ja, ich habe davon auch zwei im Garten hängen. Und worauf Sie da beim Kauf achten sollten und wie man so ein Futtersilo selbst bauen kann, das zeigen jetzt unser Fernsehgärtner Ole Beker und unsere Reporterin Stefanie Müller-Spirrer in der Mein Nachmittag-Gärtnerei in Volksdorf. Und, die hat irgendwas gezückt da. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Angst machst du uns jetzt schon, Stefanie. Ich habe einen Baum, ich kann gegenhalten. Völlig ungefährlich. Nein, aber ich will gar keine Angst machen. Ich gucke doch nur in die Röhre. Also, wir gucken in die Röhre. Das ist nämlich so ein Futtersilo, das da gerade schwer im Trend ist, anstatt des normalen Vogelhäuschens. Ole, das ist ja eigentlich normal. Es sieht erstmal so aus, ist aber auch keins. Eigentlich, wollen wir kurz den Unterschied zeigen? Wir können da schnell ein normales Haus zaubern, indem wir zum Beispiel einfach hier diese Plexiglasscheibe rausnehmen. Dann wäre es eigentlich ein Oldschool-Futterhäuschen. Also genau so könntest du es nennen. Das Futter liegt jetzt offen, das heißt, es könnte, wenn die Vögel an das Futter gehen, verkoten. Das passiert dann leider und dann werden gerne, leider Krankheiten übertragen. Und genau das wollen wir unseren Piepmätzen natürlich nicht antun. Deswegen ist jetzt die neueste Empfehlung auch vom NABU und Co. Man soll jetzt lieber das Futter portionieren, also auch so neu ist das die Brotkörbe hochhängen für die Vögel. Aber das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Also wer bastelfreudig ist, kann aus seinem Oldschool-Futterhäuschen natürlich auch mit ein bisschen Plexiglas aus dem Baumarkt dann auch so ein kotgeschütztes basteln. Genau, das heißt, wichtig ist, dass es quasi portioniert wird und nicht gleich alles mit einmal da liegt, so wie bei der hier zum Beispiel. Da können wir ja mal ein bisschen Futter einfüllen. Wo haben wir es? Einfach hier oben aufmachen. Die sieht ja auch relativ dekorativ aus. Wir haben so ein richtig schönes Mischstreufutter mit vielen Körnern. Das ist genau das, was unsere, da rieselt es gleich schon raus. Ja. Ja, super. So, fürs Erste reicht es. Wir können es voll machen. Genau. Aber du siehst schon. Und damit das nicht nass wird, hast du noch einen Trick. Richtig. Weil das soll ja nicht feucht werden und dadurch eben am Ende schlecht. Du hast natürlich so ein bisschen das Problem, dass Feuchtigkeit hier rein eindringen kann. Regen, Schlagregen, das ist nicht so ein Riesenproblem. Aber trotzdem, jetzt können wir einfach aus so einem Stück Rinde, das sieht, finde ich, ganz dekorativ aus, ein kleines Dach machen. Und das ist nicht nur ein Dach, sondern schützt zumindest so ein kleines bisschen und sieht nett aus. Okay, und dann hängt man das hier so auf, wo auch immer Sie das aufhängen wollen in Ihrem Garten. Und dann hängt das da eben so rum. Und welche Vögel mögen das jetzt besonders? Das mögen besonders gerne zum Beispiel Meisen, Spatzen. Das sind so die richtigen Körnerfresser unter den Vögeln. Die brauchen auch nicht so viel Platz, wenn sie futtern wollen. Ne? Die hängen sich da dran und gut ist. Die sitzen gerne auf so einer schmalen Stange. Für die, die ein bisschen mehr Ansitzfläche brauchen, gibt es auch für die bei den guten Futterbäumen. Oder wenn da halt auch mal so ein pummeliges aufsitzen. Vögelchen dabei ist. Soll's oder ja auch so ein geben. Pummeliges soll es auch geben mit ganz viel Winterspeck. Genau. So, und dann haben wir hier noch für die gerne das Futter eben nicht aus der Röhre nehmen, sondern lieber vom Boden. Das sind Amsel, Drossel und Rotkehlchen. Oh, das Rotkehlchen, gut aufgepasst, genau. Und die fressen auch gerne nicht zwingend diese Körner, so ein bisschen schon, aber die fressen vor allen Dingen gerne auch mal Äpfel so Hagebutten. Weiches Futter, ne? Weiches Futter, so ist es. Aber da muss man auch drauf aufpassen, dass die jetzt nicht ewig liegen, sondern dass man da schon ein bisschen drauf achtet. An die Hygiene? Nee, das musst du eigentlich nicht. Was wichtig ist, ist, dass zum Beispiel so ein Apfel nicht in ganz viele kleine Stückchen geschnitten wird. Dann friert er schnell durch. Und es reicht, wenn man da mal so ein bisschen was aufbricht oder ein Stückchen rausschneidet, dann kommen die besser an die Frucht. Stark genug, um den Apfel aufzubrechen? Habe ich das richtig gesehen? Hast du gesehen, ja. Ja, ich habe es gesehen. Wir essen nachher einen Apfel. Und dann so, du solltest vielleicht mal noch ein Butterbrot essen. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, bei den Vögeln muss man extra hingucken. Die brauchen viel Winterspeck im Gegensatz zu uns. Ich mache das mal kaputt. Das hier ist, ja, ich darf das stolz präsentieren, ein Futtersilo. Ja, das ist ein Prototyp. Wir haben gleich gesehen, wo noch verbesserungswürdige Details sind. Ich finde, du solltest in Richtung Design gehen demnächst. Danke. Das hat Ole komplett selbst gebaut. Das ist nämlich ganz einfach. Vielleicht haben Sie ja Lust auf noch so ein Do-it-yourself-Weihnachtsgeschenk. Ich finde es schön. Ja, ist auch vor schön. Allen Dingen, ja, ich bin noch mal in den Keller hinuntergestiegen und habe tatsächlich auch noch mal so eine schöne Flasche entdeckt, wo ich dachte, die steht da ewig rum für mein Futterhäuschen hier, für die Futterröhre, perfekt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie hat der Ole das bloß gemacht, das werden wir gleich auflösen, ist nämlich ganz einfach, ohne jetzt deine Fähigkeiten irgendwie. Nein, es ist okay. Egal, wir schauen uns vorher erstmal noch an, wie und was unsere Gartenvögel eigentlich am liebsten so fressen. Ganz nah kommen sie uns. Rotkehlchen, Meisen und Grünfink. Gerade jetzt im Winter, in unseren Gärten, selbst in den Städten.
Sie freuen sich über einen reich gedeckten Tisch, denn das Nahrungsangebot wird jetzt langsam knapp. Zeit, an ein Futterhäuschen zu denken. Doch kaum ein Thema ist unter Naturschützern und Ornithologen so umstritten. Füttern oder nicht? Das Interessante ist, dass es dazu gar keine genauen Untersuchungen gibt. Also es gibt viele Meinungen dazu. Und eine Meinung ist geschlossene Schneedecke. Das befürworten allerdings die wenigsten. Eigentlich kann man schon anfangen, sobald es kälter wird. Und es gibt einige Personen, die sagen, man sollte sogar das ganze Jahr über füttern. Es spricht da auch überhaupt nichts dagegen. Man sollte nur grundsätzliche Sachen bei der Fütterung berücksichtigen. Damit viele Vogelarten in unserem Garten gerne Gast sind, sollte das Buffet reich gedeckt sein. Für Körnerfresser und Weichfutterfresser. Körnerfresser, sie haben einen harten Schnabel. Für sie eignen sich Sonnenblumenkerne mit kleinen Sämereien. Zu den Weichfutterfressern gehören Rotkehlchen und Stare, Amseln und auch Kleiber. Sie picken gerne in Bodennähe. Obst, Rosinen und Getreideflocken sind für sie das geeignete Winterfrühstück. Man sollte keine verschimmelten Sachen nehmen. Das heißt, das Futter sollte trocken sein. Das setzt aber auch bestimmte Ansprüche an die Futterstelle. Dann sollte man keinen Kuchen, altes Brot und sowas verfüttern, also wo Zucker, Salz und sowas drin ist. Das nehmen die Vögel erstmal auf, aber dann kriegen die natürlich auch Probleme mit der Verdauung und das tut ihnen nicht gut. Es gibt ganz unterschiedliche Futterspender. Futtersäulen und Häuschen mit innenliegendem Silo sind top. Die Tiere hüpfen hier nicht im Futter herum und verschmutzen es nicht mit Kot. Außerdem, Futtersilos sind wartungsfrei, müssen nur vor und nach der Wintersaison gereinigt werden. Das herkömmliche Futterhäuschen kann da nicht mithalten. Je reichhaltiger das Futterangebot, umso artenreicher ist die Vogelschar. Grünspecht und Co. kommen dank sauberer und sicherer Futterstelle gesund und munter, selbst über frostige, verschneite Wintertage. Zurück hier mit unserem Fernsehgärtner Ole Becker, der jetzt zum Fernsehornithologen wird quasi und absolute Vogelexperte ist. Und das hier soll ein Vogelhäuschen 2.0 werden, also so ein Futterröhre-Silo, haben wir eben schon gehört. Du kannst das selbst bauen. Was braucht man dazu, Ole? Also ist es schon ein bisschen vormontiert. Wir haben im Prinzip eigentlich nur diese paar Bauteile hier. Den und die Flasche nicht zu vergessen? Fuß, die Flasche, genau, die du jetzt schon mal befüllst. Wir haben das Rückenteil, also einfach nur ein schönes Stück Brett. Ich nehme immer gerne was, was schon ein bisschen älter ist. Das sieht einfach, finde ich, ein bisschen schöner aus. Und da habe ich noch ein Dach drüber gemacht. Das kann man, das muss man nicht. So, und wir schrauben jetzt einfach den Boden, den Aufsatz für den Teller unten schon mal fest. Hast du mir einen super Trichter gegeben, Ole, echt. Der funktioniert, also der funktioniert 1A. Dann muss ich das wohl auch machen. Ja, das wird nichts. Na? Was aber nichts mit meiner Inkompetenz zu tun hat, sondern mit dem Trichter, der unten einfach ein bisschen verstopft ist. Guck mal. Ich muss da einfach hier ein bisschen drücken, so. Siehst du? Mit meiner Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ja, das wollte ich eigentlich auch nur durch die Blume sagen. Also oder es ist der Tatsache geschuldet. So, haben wir ein bisschen Vogelfutter überall jetzt. Dass hier meine Tochter meinen Trichter noch im letzten Augenblick für die Sandkiste missbraucht hat. Ah ja. Und deswegen funktioniert das nicht so richtig. Weiß, aber Sie können sich ja vorstellen, was für mein Vogelfutter kommt da rein. So, und jetzt haben wir unser Schälchen unten drunter. Warum wichtig hast du jetzt noch hier den Kupferdraht? Genau, das ist übrigens in dem Fall tatsächlich praktisch mit diesem Kupferdraht, weil der lässt sich besonders stramm an der Flasche befestigen und der lässt sich auch mit einer Zange sehr gut drehen. Mhm. Also einfach nur ordentlich drehen, bis er stramm sitzt. Und jetzt brauchen wir noch einen Korken. Wo haben wir den? Hier. Und dann machen wir erstmal einmal zu, damit das Körnerfutter nicht gleich aus der Flasche entweicht. Du hältst mal die Flasche bitte. Ja. Wie groß sollte denn der Abstand zwischen der Flaschenöffnung und dem Boden sein? Ja. So, jetzt müssen wir hier hinten noch mal ein bisschen den Kupferdraht auseinanderdrücken. Ja. So, guck mal, jetzt ist ganz einfach unsere Flasche schon mal fixiert. Und der Abstand zwischen dem Schälchen und dem Flaschenhals, der ist so ein bisschen variabel. Aber eigentlich reicht es aus, wenn das Gefäß gerade mal so drunter passt. Bräuchtest du jetzt zwingend hier ein Gefäß oder ginge das auch so? Naja, dann fällt natürlich relativ viel Futter. Dann sind wir wieder bei einem alten Vogel. Ja, da sind wir so ein bisschen bei dem alten. Und es fällt natürlich, weil die Vögel da auch dran scharen, sehr viel Futter daneben. Und so siehst du,
Ja, so, wenn jetzt noch mehr Futter drin wäre, es würde natürlich immer nur noch weiter runter, noch nicht noch mehr reinfallen. So, ne? Es fällt immer nur so viel rein, dass das Gefäß gerade befüllt ist. Und wie oft muss man das Gerät jetzt reinigen, so ein Futterspender? Das ist fast wartungsfrei. Also du musst sowas im Prinzip nur alle paar Monate vielleicht mal reinigen. Und das Einfachste ist natürlich bei dieser Flasche im Gegensatz zum Kunststoffbehälter, dass du sowas einfach mal mit Wasser auswaschen kannst. Dann legst du es in den Ofen bei 100 Grad, 10 Minuten und dann ist es desinfiziert. So einfach ist das. Die Flasche ist jetzt natürlich schon ganz schön groß. Im Prinzip ist es eigentlich egal, man kann fast jede Flasche benutzen. Die das ist auch noch von deiner Trinkflasche Tochter, von meiner Tochter, genau. Ja. Das geht auch sehr schön, gerade weil sie Ecke hier ist, lässt sich auch sehr gut fixieren. Ja, oder hier so ganz schmal. Ja, die Körbchen, da passt nicht so viel rein. Was sie wie dekorieren wollen auch. Es kann ja, ja nett aussehen also im Garten. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache die Flasche ist erstmal leer. Ja. So. Wie gesagt, schönes altes Holz, das macht Sinn. Das sieht einfach dekorativ aus. Und naja, und dann so wie ich, vielleicht mal in den Keller runtersteigen und gucken, was man recyceln kann, ganz umweltbewusst. So, und wenn Sie es ohne nachmachen wollen, dann gibt es natürlich alle Tipps nochmal von unserem auch noch Vogelhausbauexperten online. Ja, ohne du weißt einfach alles. Also alles zum Thema Vogelhäuschen und auch das richtige Futter für die Vögel gibt es bei uns online. Und ich bin mir sicher, dass einer jetzt heute Abend auch runter in den Keller geht und guckt, wie er so ein schönes Haus bauen kann. Oder, Arne? Ich bin mir sehr sicher. Zu den Zweien, die er schon hat. Hätte mich gewundert, wenn sie jetzt mich gemeint hätte. Ja, nee, aber das ist ja, weißt du, das ist... Also nicht persönlich gemeint. Ole the Birdman Beaker, so ist das jetzt. Das wissen wir jetzt. Aber ich ganz ehrlich, du hast recht. Ich sehe mich schon am Wochenende, dass meine Kinder sagen werden, Papa, wir müssen auch sowas bauen. Wir haben noch ein paar freie Bäume im Garten. Also vielen Dank für diesen Tipp, ihr zwei. Arne, du musst.